Ach, ist das eine schöne Aussicht hier. So friedlich und ohne Gesetzeshüter. Hier kann der Fälscher sich richtig auslassen. Das ist ja Vor allen Dingen. einmalig. Vor allen Dingen haben wir das schon ein paar Mal gemacht und wir versuchen euch hier erstmal einen leichten Einstieg in das Spiel zu finden und dann euch begrüßen zu können. Aber es hat nicht funktioniert. Okay. Und da erstmal mit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Gameplay mit dem Fail Jack Hallo. und natürlich dem Max. Und wir spielen, Leute, ja, wir spielen The Warhorn. Also das Kriegshorn auf Deutsch, wer noch nicht Englisch kann. Und ja, was ist denn das eigentlich? Ich sollte mal vielleicht hier erstmal die ganzen Sachen Komm noch mal da wegmachen. aus der dunklen Kammer raus, also. Ich will doch erstmal gleich looten. Ja, was ist The Warhorn? Warhorn ist oder stammt von dem Entwickler Pigeons Interactive und entwickeln das Spiel gerade weiter. Es ist noch in einer Alpha, müsste ich sagen, vielleicht auch Beta, keine Ahnung. Auf jeden Fall entwickeln sie das noch weiter. Und The Warhorn ist eine Art RPG nur mit Survival-Elementen oder beziehungsweise umgekehrt ein Survival-Game mit RPG-Elementen. Das heißt, wir können irgendwann eine Hütte bauen, wir können ein Dorf errichten, ein eigenes Dorf und wir können dann eben halt oder müssen viele Questen erledigen, wie bei einem RPG halt, nur dass wir halt bauen müssen und uns wehren müssen und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles noch sehen. Ja, der Feljack ist schon ganz nervös. So, Komm und endlich, komm, ich will ja, raus wir hier. müssen doch erstmal hier wir lesen doch erstmal hier den Brief. Okay. So, welcome. I left a few items for you in a chest. I think they will be helpful. Since you are here for the first time, you can find me downstairs. Heißt auf Deutsch, wir sollen hier in der Kiste mal Kram und alles rausnehmen. Das haben wir schon getan. Der Fairjack bestimmt auch schon. Naja, das Spiel ist zurzeit auch nur in Englisch und Polnisch verfügbar, also. Ja, genau. Gut zu wissen, dass du das gesagt hast. Genau, es Also, es ist. gibt es zurzeit noch nicht in Deutsch. Gibt es noch nicht in Deutsch, Ist aber noch es. ganz neu und ja. Richtig, ist am 29. Januar erst erschienen. Und das kann man eben halt, wie ihr seht, im Multiplayer spielen. Und ist halt eben ein Survival-Game. Ein Survival-Game mit RPG-Elementen. Sieht man auch schon hier, wir sind in so einem Ja, Dorf. Multiplayer funktioniert übrigens sehr gut, also zumindest mit Freunden. Also man kann auch Server mieten oder Dedicated Server machen. Wir wussten jetzt noch nicht gerade wie, also habe ich einfach ein Spiel gestartet und den Max einfach eingeladen. Also und das läuft, ist jetzt richtig top Einfach. eigentlich, ne? Einfach, ja. Man muss Total einfach nur auf den simpel, Namen zack, bist du klicken. drin. Man muss einfach nur auf den weißen Knaben klicken. Der eine macht das Spiel auf. Dann sagt der andere Invite Friends. Und dann drückst du einfach nur auf den weißen Namen und schon bist du drin. Ja, und dann habe ich gesehen in den Einstellungen noch, dass man in den Online-Einstellungen kannst du einstellen, No PvP, also dass man sich gegenseitig verletzen kann. Dann gibt es Full PvP und es gibt Tag Only PvP, das nachts dann PvE ist. Also das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich denke mal, wir spielen erstmal den Story-Modus und dann gucken wir mal. Wir müssen ja sowieso erstmal überleben. Oh, hier sind Münzen. Gucken, hast du die mitgenommen? Der Lootgeier ist schwer Münzen. unterwegs hier. Ja. Muss sein, bevor dann der. Warte mal, ist denn da noch was? Ja, hier ist die erste Quest, so wie ich das weiß, sehe hier. Talk mit Adam. Aber du, ich hab schon fertig. Ich rüste mich mal Okay, aus. you are the Quartermaster here. Am I right? Also bin ich richtig? Ist er der Quartiermeister? Und er sagt natürlich, mein Freund, erstmal willkommen in unserer Stadt. Wenn du einige Hilfe brauchst, dann komm immer hierher und besuch mich, um zu fragen halt eben. Oder besuch mich und frag. Ich kenne eine Menge Menschen auf der Insel und ich werde auf jeden Fall in der Lage sein, dir zu helfen. Was ist der Preis für eine Nacht? Ja, für Newcomers halt ist es frei und so weiter und so fort. Mit dem Herrn oder ohne dem Herrn? Wieso hast du schon wieder so eine tolle Sachen an? Da wo hast du die schon wieder her? Ja, die kriegst du gleich von ihm. Achso, die bekomme ich gleich von ihm. Okay, also das Tolle an dieser ganzen Geschichte, wir haben das ja schon ein bisschen, also der Failjack hat das schon ein bisschen angespielt und ich auch ein bisschen, aber nicht so viel wie der Failjack. Ja, nur dass man so ein bisschen die Steuerung versteht und genau. was gibt es hier zu tun, nicht, dass wir total planlos hier reingehen und ja. Genau, und ich finde das total cool, wenn man spricht, dass dann diese Sprechblasen, also wenn man drauf drückt und das gefragt hat, verschwindet das. Also bei manchen hat man ja ewige lange Dialoge und da muss man immer hin und her klicken, das ist man hier nicht. So, wir klicken einfach alles durch, das ist das Schnellste so, ne? So, wo kann ich die Jäger finden? Das ist ganz wichtig, wir brauchen die Jäger. Ja. Und
jetzt müssen wir erstmal gucken. Mit der I-Taste, glaube ich, war das. Die I-Taste, genau. Da haben wir dann unser erstes Zeugs, was wir anziehen können. Also ihr seht schon, ein Rollenspiel, quasi so eine Art Rollenspielelemente. Und hier haben wir dann schon das Crafting- und Baumenü. Also da gibt es ganz viele Sachen zu bauen, ne? Das geht nachher richtig, richtig gut los. Also ein richtiges, krasses Survival-Game, wo man sein eigenes Village bauen kann. Ja. Ja, man kann sein eigenes Dorf bauen, man seine eigene Stadt bauen. Also da kann man richtig was machen, ne? Das haben wir natürlich noch nicht probiert. Bin bis jetzt auch nur rumgelaufen. Ja, genau. Essen kommen erstmal und so weiter. Wollen wir erstmal die Stadt plündern oder das Dorf plündern, bevor wir hier weitermachen? Boah, wir können erstmal hier überall reingehen. Also das ist auch so ein Ding noch. Man kann überall rein, also nicht überall. Bei manchen brauchst du Lockpicks, aber auch wenn du die hast, ist nicht gesagt, dass du reinkommst, weil dann musst du es erst lernen. Also mit einem Lockpick umzugehen. Ansonsten die Häuser, die offen sind, jetzt bis auf die Läden, kann man einfach was nehmen, ohne dass irgendwie einer was sagt oder so. Ich denke mal, da wird es in Zukunft wohl auch noch was geben. Rum. Hier ist rum. Das ist die, eine Messer, Heiltränke. Mensch, hier liegt aber auch wirklich alles in den Häusern hier. Die Häuser Leute sind sehr dunkel auch, ne? Also eine Fackel macht hier echt viel Sinn. Genau. Das Spiel, muss man auch sagen, das habe ich auch mitbekommen, es ist mit Absicht sehr dunkel, weil man nämlich eine Fackel braucht. Das ist ganz klar. Und der Feljack lootet ja wahrscheinlich auch schon. Ja, so ein bisschen, ne, das Nötigste. Die Sache ist die, wenn man jetzt zu zweit hier ist auf dem Server, man lootet sich ja gegenseitig das weg, oder? Das kann gut möglich sein, ja. Du hast eben die Dings genommen, die konnte ich gar nicht nehmen, also die Münzen. Die liegen ja auch überall rum, diese Münzen und so, ne? Also. Ja, genau. Hier ist ein Man kann ja auch einfach in der Mine gehen, kann hier so Sachen abbauen und so, finde ich auch ganz lustig. Hier siehst du, hier liegen wieder ein paar Münzen rum. Ja, da gehen wir gleich hin. Bist du schon in der Mine oder was? Ich habe eine Halskette gerade gefunden. Nö, ich bin hier noch in der Stadt. Eine Candle. Wozu? Oh, was habe ich hier noch alles? Also wie man sieht, also ich finde das schon ziemlich cool gemacht, das Game. Also muss man sagen, weil es ist... Also ich habe einen Necklace Orb gefunden, Sorry, wenn ich ins Wort falle, und da ist ein Preisschild dran. Aber das habe ich noch nicht rausgefunden, wie man die Sachen verkauft oder so. Ich aber habe es rausgefunden. Ich habe es nämlich durch Zufall rausgefunden. Ich habe es durch Zufall rausgefunden, wie man es verkauft. Du kannst nicht alle Gegenstände verkaufen. Es gibt einige, die haben so ein Dollarzeichen dran. Genau, das meine ich. Da ist so ein Zeichen dran, aber ich weiß noch nicht, wie man die verkaufen kann. Ja, da gehst du zum Händler und dann hast du da so zwei Symbole. Einmal so ein Symbol mit einer Kiste mit einem Pfeil nach rechts außen. Und du hast einmal quasi, hier sieht man das sehr schön, warte mal, hier kann man zum Beispiel nicht verkaufen, hier kann man nur kaufen. So, ne, da sieht man das, hier kann man nichts verkaufen. Und das sind zum Beispiel Gegenstände hier, die man verkaufen kann. Die restlichen Sachen sind halt eben eher so, Sachen, die man nachher braucht zum Machen. Hier ein Hammer zum Beispiel oder ein Messer, ne, das brauchen wir ja alles zum, Essen, Trinken, können wir ja auch mal gleich ordnen. Heiltränke. Ich habe kein Haus gefunden, dass hier nur Zierde ist. Ja, genau. So, dann, manche Sachen sind halt Zierde, andere Sachen sind halt gut, die braucht man halt fürs Herstellen. So, und manche kann man halt verkaufen. Damit kann man halt Sachen kaufen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Oh, guck mal, hier ist eine Chest, die ist geschlossen. Muss man da wirklich genau hingucken, wo man hingeht? Ich suche ja mal eine Fackel und man braucht Flint. Eine Fackel. Ja, auch in den Häusern sind manchmal auch hier, Sachen, die man nicht sofort sieht oder so. Ne? Da sieht man das. Hier zum Beispiel, das bedeutet, dass man Sachen kaufen kann. Warum das umgekehrt ist, weiß ich nicht. Und hier, das sind Sachen, die man verkaufen kann. Also sprich, wenn da Pfeil nach innen zeigt zu den Geldhaufen, dann bedeutet das, dass man Geld bekommt. Und das bedeutet, dass man Geld ausgibt. Ich hätte es natürlich auch anders gedacht, aber... Wenn man in die Häuser manchmal auch nicht reinkommt, kleiner Tipp, einfach mal an die Fenster gehen. Da kannst du mal durchgreifen. Ah, war mir klar, dass du das machst. So, dann steht hier auch Wasser, ne? Wir haben ja auch Essen, Trinken und so weiter, müssen wir ja auch. Müssen wir dafür sorgen, dass wir da auch überleben, ne? Ja, man sieht halt eben, wir saufen aus dem Pferdefass. Ja, du bringst das. Ja, habe ich ja gerade gemacht, ne? Gucke mal hier, was ist hier? Gibt es hier irgendwas in dem Dorf? Ja, so, also hier ist scheinbar nichts drin. Gut, gehen wir wieder raus. Der verkauft hier nichts, das ist der Armorer. Und hier kann man Search machen. Liste, also ich denke mal, diese Kisten bedeuten, also da gibt es so viele, viele Menüs noch, die
noch ein bisschen unerklärt sind. Aber wie gesagt, das Spiel befindet sich ja noch erstmal in der Entwicklung. Daher wird noch einiges dazukommen. Hier sieht man wieder, kann man kaufen. Hier kann man wieder verkaufen. So. Was ist das? Guck mal, hier liegt Wut rum. Wenn man länger drauf hält, dann wandert das direkt vorne in die Leiste rein. So, es hat so ein Feeling, also als ich das erste Mal angespielt hatte, hatte ich eher so ein Feeling wie bei Gothic. Das ja, war so, so der erste Gedanke. So ein ganz bisschen hatte ich auch schon gedacht, dass da könnte man denken, dass das von Gothic irgendwie ist. Ja. Oh, guck mal, weil auch dieses ganze Rumgeklau in Häusern und so. Ja, ne? Das hat mich auch sofort erinnert, wirklich an Gothic halt. Jetzt habe ich hier zwei Äxte gefunden, für dich auch. Also nee, ich habe eine Axt und einen Spitzhack und sowas. Hast du alles schon? Wo hast denn das schon wieder alles her? So, mir fehlt jetzt aber Flint. Hat er schon wieder zu viel gelootet? Ich greife hier durch die Häuser so ein bisschen. Ja, ist mir klar. Oh, da liegt so viel Geld und ich komme nicht in die Hütte rein. Ich komme nicht ran vom Fenster aus. Ja, genau. Hier haben wir einen für Sägewerk. Hier kann man wahrscheinlich irgendwie Holz herstellen. Was wir noch brauchen. Da gehen wir mal dahin. Da waren wir schon. Hier macht ja aber durstig, dass die Springerei. Tür auf. Hier ist ein Dirty Water. So seht ihr das, wenn man länger gedrückt hält, wandert das sofort in die. So, erstmal ein bisschen Essen Leiste. Hochmachen wieder. Ja, wieder Brot klauen durchs Fenster und ein Rage Potion und Heal Potion 2. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wenn man keinen Flint hat. Okay, es geht nicht. You have einen Flint, genau. Okay, also wir brauchen Feuerstein. Ja, um die Fackeln anzumachen. Genau, um die Fackeln anzumachen. Ich glaube, ich weiß auch, wo welchen ich finde. Außer hier war schon jemand drin. Mach mal Tür auf hier. Oh, noch eine Axt. Oh Gott. Drei Äxte. Was soll ich denn mit den ganzen Äxten? Closed. Ein paar Heiltränke hier abgezogen. Dankeschön. Ja, war mir klar. Also auch vor allen Dingen, das ist schon schön gemacht, das Ganze. Ne? Also wie gesagt... Survival Game Verbindung mit RPG. Halte den Dieb, da ist er im Garten. Wie er schon ein Schild geklaut hat, ne? Da willst du auch eins? Ja, warte mal, ich muss erstmal rein hier. Ich will auch eins. Oh, you Handschuhe don't have hab ich a key. Jetzt auch schon. Guck mal, ich hab Handschuhe. So, hallo, where are you? Let's trade. Hier kannst du traden. Bei dem Typ. Hier, warte, ich schmeiß mir mal ein paar Sachen raus. Ja, hat er wieder das hier. Das einmal. Nehmen wir mit. Das hier. Double Stamina Portion. Ach, das kannst du auch haben. Algi, wo hast du denn das schon wieder alles her? Ach ja, so viel. Das kriegst du nicht. So, ein Schild haben wir auch reingemacht. Pfeile so, let's trade. Jetzt, was soll ich machen? Auf diesen Pfeil gehen oder was? Let's nee. Trade. Und wenn du Let's Trade hast, dann siehst du da so einen Geldstapel, der nach außen zeigt. Ja. Da klickst du mal. Okay, warte mal, das geht hier gar nicht. Warte mal. Show me what you have in offer. Warte mal, das geht bei dem gar nicht. Okay, das bedeutet quasi, du gibst Geld aus, vergiss es. Dieser Geldstapel mit dem Pfeil nach außen heißt, du gibst Geld aus, also du gibst ihm Geld. Wenn der Pfeil umgekehrt ist, zu dem Geldstapel zeigt, dann kannst du verkaufen. Klauen hier, wa? Ja, geht nichts. War da gut versteckt hier. Ich brauch Flint, hast du Flint? Nö, aber kriegen wir eine Mine. Da gehen wir als nächstes hin, glaube ich. So, kann man hier hacken? Hast du eine Spitzhacke? Mal gucken, dass wir Essen kriegen erstmal. Trinken haben wir genug. Hier hast du schon alles geplündert? Oder? Ja, du da oben, oder? Ja, ich war da in der ganzen Richtung und du hast hier unten alles gemacht, oder? Ja, dann lass mal hier durchgehen. Ja, dann lass mal los, ne? Dann sind wir fertig hier mit der Stadt und können jetzt mal hier loslegen. Ich weiß schon den ersten Questgeber hier, so ein bisschen. So, warte mal, was ist denn mit der Wache gewesen? Hast du die Wache angesprochen? Was für eine Wache? Guck mal, hier ist doch eine Quest. Hier ist eine Quest an der Tafel. Bist du vorbeigerannt? Komm mal her. Und hier steht Gary. See you later, sagt er. Hier stehen so einige Leute rum. Nee, hier ist so eine Tafel. Hier ist so ein Read. Ich sehe dich leider nicht. Wie, du siehst mich leider nicht. Ich stehe hier. Da bist du. Ja. Nein, ich sehe dich so nicht. Ich weiß nicht, wo du bist dann. So, ach so. Fighting is strictly forbidden in the city. Okay, also kämpfen ist strikt verboten. So, alle Fragen und so weiter und so fort zu Adam oder seinem Bruder Snuff vom Inn. Es wird empfohlen, dass jeder eine Karte kauft von Gregory,
und Baupläne von den Architekt Roykos. Ja. Okay, das heißt, das sind so die ersten Tipps, die man bekommt. Ja, den habe ich auch noch nie gefunden. Also hier Hast du hier alles leer geräumt? Ja. Die ganzen Häuser? Nein, die sind alle verschlossen. So, hier ist wieder der Quartiermeister. Ja, da kommen wir ja her. Lass mal hier lang. Da hier war noch irgendwie was hier. Da hier. Hallo. Hallo, hier geht's gar nicht rein. Hier ist Snuff oder wie der heißt. Mann, das ist aber duster hier, ne? Richtig dufe. Kann man dir was klauen? Hier hat sie Steaks liegen, aber ich kann nichts klauen. So, hallo, how are you doing? What are you doing? I just cleaned the floor. I will have to start all over. What do you want? I'm sorry, I'm the new in the city. Okay. Also, wir geben als Antwort, Adam hat uns erzählt, dass du uns was über das Warhorn erzählen kannst, weil das ist ja unsere Aufgabe, wir müssen das Kriegshorn finden. Ja. So, und der Snuff sagt, ja, also manchmal hat er gehört, dass einige Leute darüber sprechen. Einige Tage zuvor haben zwei Typen es angegeben, dass sie was über eine Menge über das Warhorn oder über diese Mysterien des Warhorns wussten. So, one of them, also einer von denen hieß Mark und ich kann mich, soweit ich mich korrekt erinnere, hat er erzählt, dass er in einem nördlichen Teil der Insel lebt, in einem Jägerhaus. Ich kann nicht garantieren, dass es wahr ist, aber ihr habt ja Zeit, um das auszuchecken. Ja. Wenn du die Zeit hast. Ja, genau. Is there a boss? Sagt er, is there a boss? I see you are new here. Okay. Und so weiter und so fort. Also man kann das quasi hier alles durchklicken. Ich werde das jetzt mal nicht machen. Ja, das wäre ein bisschen viel, wenn man alles liest oder vorliest. Genau. So, ich bin jetzt nochmal hier bei dem rein. Kann ich aber auch nicht anklicken hier. So, warte, man kann das aber mit dem Handeln, nachlesen. Das geht irgendwie nicht. Und das genau. Meine ich. Das wollte ich auch noch erklären. Es gibt jetzt hier, da kann man alles einsehen. Unter N hast du ja alles. Da hast du einmal den Charakter. Genau, da siehst du die ganzen Skillpunkte und alles. Das sind die ganzen Perks, genau, die man halt bekommen kann. Da haben wir hier einmal Survival, hier haben wir einmal Fighting, Building und Mobility. Hier haben wir die Quests. Und momentan haben wir 4 Quests. Einmal von Snuff und bei Snuff kann man halt alles nochmal durchlesen. Also, falls wir nicht mehr wissen, wohin wir müssen, dann können wir hier nochmal alles durchlesen. Ja, das ist quasi das. Das ist von Adam. Also wir haben auf jeden Fall erstmal eine Info gekriegt, dass wir von Snuff, dass wir Richtung nördliches Island gehen sollen. So. Und hier sind die Quests. The Warhorn Mystery. Das ist das, was Snuff gesagt hat. Hier oben sind die Quests. Das sind also die Gespräche, die wir geführt haben, mit welchen NPCs. Und hier oben sind die Quests, die uns anzeigen, was für Quests wir haben. So. Ja, ja, und wir müssen jetzt erstmal, Snuff sagt, Old Town. Okay, also er würde vorschlagen, dass wir schlagen, also er schlägt vor, dass wir eine Karte kaufen von Gregory. Man kann ihn in der Nähe des südöstlichen oder des südlichen Tors finden. Das ist das erste Haus auf der rechten Seite vom Tor. So, hier sind ein paar Coins für The Battle. So, her damit. Hat er dir Geld gegeben? Keine Ahnung. Mir nicht. Gut, aber wir haben ja genug von dem Zeugs. Was soll ich mit rechts vom Tor, da waren wir doch vorhin. Ja, das war da, wo wir gestanden haben, genau. Da, ja, muss man eine Karte kaufen für 250 Gold. Auch noch. Ja, ja. Also sehe ich aus, als wenn ich Geld hätte, oder was? Du, keine Ahnung. Du hast doch immer Geld. Du hast doch immer irgendwo Geld, ich weiß das doch. So, hier sollen wir erstmal hin. Und reden mal mit Gregory. Hallo. So, let's trade. So, wie man sieht... Der hat das auch mit der Quest. I'm searching for the Warhorn. Can you help me somehow? Wer hat das? Der Gregory hier. Der hat gar nichts. Der hat eine Quest hier. Wie, der hat eine Quest? Wo hat der eine Quest, bitte? Wo bist du denn? Hi, I'm Gregory. I am a cartographer. If you want, I can sell you a map of the island. You have to be aware that it is not a full map of all the isles in the Archipel... Was für ein Ding? Okay. Archipelago? Ja, genau. If you want to get a full map, you have to visit each other of the cartographers. One on each island. Also auf jeder Insel gibt es sozusagen Kartografen und da kannst du dann die Kartenstücke finden, um die ganze Insel irgendwann anzeigen zu lassen. Ja, genau. Er ist einer von vielen.
Okay, gut. Das heißt, wir brauchen 250 Coins. So, gib mir dein Geld oder ich messer dich. Na, das geht ganz schnell hier. Let's trade. Ich hab keine 250. Ja, siehst du, ich auch nicht. Ich bin eine arme Sau. Ja, müssen wir was verkaufen gehen. Wir haben doch so viel gefunden, oder nicht? Hast du wirklich alles? Nein, ich habe nur ein einziges gefunden. Und komm mal mit. Komm mal mit zu mir. Nee, warte, ich muss mal kurz aus dem Eimer saufen. Du bist ein Pferd, ne? Du bist ein Pferd. Komm mal mit. Es wird dunkel übrigens. Es gibt ja auch Tag- und Nachtzyklus, ne? Also, genau, das ist gefährlich nachts in der Wildnis. Aber richtig. Da kommen wir noch zu. Das will ich mal nicht so viel spoilern. So, hier, guck mal. Den kannst du verkaufen und kaufen. Siehst du das? Wenn du auf die zweite Scheldfläche gehst, dann ist da sozusagen, du bekommst Geld. Und da kannst du dann Sachen reinlegen. Okay, da ich jetzt eigentlich drei Äxte habe, verkaufe ich jetzt einfach die Äxte. So, das sind 15 Gold, dann macht das 30 Gold. Ich weiß nicht, Fackeln verkaufen? Das Zeug, also die immer so ein Dollarzeichen dran haben, die geben extra viel Gold. Das ist ganz wichtig. Ja, manche Sachen geben gar keins, wenn du das mal reinlegst, wieder rausnimmst. Ja, das liegt dann daran, dass er dafür nichts haben will. Ne? Ich würde da nicht alles verkaufen. Was ist das denn hier eigentlich? Federn. Ich weiß nicht, wozu man Federn braucht. Behalten wir mal lieber. So. Da hat er nicht mehr. Doch, der hat mehr. Ich hätte jetzt 180 Gold. Hätte ich jetzt. Hier ist noch was zu trinken. Rum. Health 4 und 20 Drink. Ne, das können wir jetzt nicht. Das brauchen wir noch. Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich habe? Dirty Water. Das siehst du gar nicht. Das Interessante ist an der ganzen Geschichte ist, dass du es erst siehst, wenn die Sachen nicht ausgegraut sind. Ich sage ja, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Aber du siehst das halt, wenn du jetzt sagst, auf Sell drückst, ne? Und du gehst dann auf Kaufen, dann siehst du dann eben halt, wie, also wenn du jetzt zum Beispiel für 457 ein allgemeines Schwert kaufen würdest wollen, dann würde das weiß erscheinen, wenn du 457 hast. Ja, das ist schon richtig. Genau, und da wir das nicht haben, gehe ich davon aus, aber ich habe so 180, hatte ich ja schon durch das ganze, den ganzen Verkauf. Ja, dann müssen wir mal gucken, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr zum Verkaufen gehabt, nur so ein paar Tränker. Den Rest würde ich nicht verkaufen. Haben wir noch, bist du sicher, dass du alles geplündert hast? Bestimmt nicht alles, aber... Dann müssen wir mal gucken gehen, dass wir vielleicht noch was finden. Nicht. Doch, ich kann sie kaufen, ich habe sie gekauft, die Map. Hast du gekauft? Für 250? Ja, war aber trotzdem grau. Jetzt habe ich draufgeklickt, aber dann habe ich es in der Tasche. Naja, die ist so ein bisschen, die ist nicht grau. Du siehst, das Icon ist hell. Sonst wäre das Icon ausgegraut, diese Karte. So, ich drücke mal drauf. Oh, you can access map irgendwas. Aha, okay. Du musst einmal einen Gürtel machen und dann musst du eine Taste drücken, wo du es draufgelegt hast. Dann, danach kannst du M drücken. So. Also sagt er das auch. I don't have a map. Ich hab doch eine Map. Ja, du musst erst in Gürtel legen, die Map. Hab ich in doch, auf Taste 8. Gürtel. Und dann die Taste drücken und dann nochmal drücken. Und dann kommt so rechts so eine Bestätigung, dass du das jetzt benutzen kannst. Genau. Du kannst jetzt benutzen. Okay, alles klar. Ja, wo sind wir denn jetzt? Okay, das ist die Karte. Wow, die ist aber groß. Old Town, das sind wir ja, ne? Ja. Ach du meine Güte. Und die ist noch größer, ne? Gibt so einiges. Ja, das ist ja nur ein Landteil, was wir hier haben, ne? Das ist ja nicht die komplette Map. Das ist ja nur eine Region. Ja, genau. Und er hat ja gesagt, dass es auf der Insel, oder es gibt mehrere Inseln, wo du Kartenteile findest bei Kartografen halt, ne? So, das haben wir jetzt auch. Das heißt, wir müssen unter N gucken. The Warhorn Mystery, was haben wir denn da? Was sollen wir denn auschecken? Also man merkt schon, man muss hier auch ein bisschen lesen. Old Town. Und muss gucken halt, wie das jetzt weitergeht. Sometimes. Hunter's House, I cannot guarantee. Okay, das war das im Norden. Chef in Need. Gregory haben wir. Okay, Chef in Need haben wir. Do you some help? Ja, wir haben doch jetzt die Karte geholt. Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt kannst du N drücken und dann kannst du Quest, glaube ich, drücken, ne? Talks, Gregory. So. Ja, der sagt, yes, I need Tom. honey, one bottle. Er benötigt Honig und eine Flasche. Would you bring me some from the barkeeper Uudi? He lives outside the city.
You have to leave the city through the main gate, turn right and stay on the main road until you encounter a wooden house on the right side of the road. Ist natürlich jetzt ein deutsches Let's Play, aber wir müssen das halt kurz mal hier auseinanderpflücken. Gut. Wir sollen bei dem Barkeeper, sollen wir so eine Flasche holen und der lebt außerhalb der Stadt. Wir sollen also quasi durch das Haupttor gehen, uns zurecht nach... Nee, mein Freund. Was denn? Geh doch nicht hier raus, bist du verrückt? Ach so. Ja, ich sag das auch. Jetzt ist es wieder Tag wird hier, also, ne, das ist mir zu riskant irgendwie. So, wir sollen dann, wenn wir durch das Haupttor gegangen sind, nach rechts uns drehen und dann sollen wir uns auch weiter auf der Hauptstraße fortbewegen, bis wir irgendwann auf ein Holzhaus stoßen, was auf der rechten Seite der Straße steht. Und dann sagt er halt, er würde vorschlagen, eben halt eine Karte zu kaufen bei dem, was wir ja getan haben. Guck mal, jetzt ist wenigstens hier mal ordentlich Licht. Sieht hübsch aus, ne? Überall die Lichter hier. Boah, ich laufe mit der Fackel rum. Ich habe irgendwo vorhin eine Flasche gesehen und eine leere Flasche. Ich habe es aber nicht mitgenommen. Was ich brauche, ist Flint. Ja, ich hatte einen Flint. Ich habe hier angemacht die Fackel, aber... So, das ist schlecht, dass ich keinen Flint... Vielleicht kann man ja Flint kaufen. Kannst du abbauen. Das kannst du abbauen in der Mine. Ja, wo ist denn die Mine? Dann gehen wir doch mal in die Mine. Die ist auch weit außerhalb. Guckt euch mal den Mond an. Herrlich, oder? Dann ist das noch nicht so. Müssen wir warten, bis 4 Tage ist. Das dauert ja nicht lange hier. Ja, also gehe ich mal hier kurz nochmal gucken in den ganzen. Gehe mal hier plündern. Mal gucken, was es hier gibt. Ja, ich check auch nochmal die Häuser. Irgendwo war eine leere Flasche. Die habe ich auch. You don't have a key. Da ist ein Klo. Da ist immer was drin, das weiß ich. Ja. Das weißt du, das weiß ich auch, dass du das weißt. Tja, da ist was drin, aber das ist kein Gold. Beziehungsweise, man sagt ja immer. Du hast auch was vergessen hier zu looten. Oh, so viel zu looten hier. Ja, komm mir auf. Da, wo der Barkeeper, siehst du, ich habe eine leere Flasche. Eine leere Flasche. Oben drüber hat er noch 1, 2, 3 Truhen und etlich viele Kisten. Noch eine leere Flasche. Bei welchem? Bei dem Snuff? Bei dem Barkeeper Snuff oder was? Wo wir jetzt gerade gewesen sind, oder wie? Genau, ja. Loot hier schon alles weg, Flasche. Damit du nichts mehr abkriegst, ne? Hast ja kein Problem mit, ne? Nein, natürlich nicht. So, hier gibt's nichts mehr. Ich gehe jetzt mal noch einen höher. Ich guck mal hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Noch eine Chest, aber ist auch verschlossen. Kiste. Hier gibt's auch nichts. Holz. So, oh. Die erste Folge oh, ist. Jetzt wird sich der Max aber ärgern, ne? Hat Flint gefunden, oder was? Oh, wenn du das siehst, was ich habe. Dann ja, ich sehe hier nichts, das ist alles duster. Finster wie Mage. Ich bin bei dem Typen hier, wo du hier einen bechern kannst. Hier, links. Ich hab dich gesehen. Komm hierher. Hier, wo die Fackel ist, wo ich bin. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Du bist ja kaum zu übersehen, so leuchtest du ja. Guck mal, fällt dir das auf an mir? Hast du einen Helm? Ja. Hier, gibt's eine ins Gesicht. Und noch eine. Der hat da ganz oben ganz viel Zeug. Vielleicht kannst du das auch für dich noch looten, ja, aber ich glaube nicht, ne? Oben die Treppe einfach hoch, ja, da überall Kisten und. Ja, und ganz oben auf dem Balkon lag ein Helm auf der Kiste drauf. Also die Sachen sind nicht nur in den Kisten, die liegen auch auf den Kisten drauf manchmal. Ah, guck mal, ist auch alles versteckt hier. Herrlich. Hast du alles schon ausgeräumt, ne? Ja. Ah, bin traurig. So, ich will Flint haben, Mensch, damit ich was sehe. Ah, das ist ja alles wirklich hier. Sieht man ja gar nichts. Hast du nicht so eine Taschenlampe wie in Imperium oder so? Ja, hätte ich gern, aber. Mach leider... mal das vom Raumanzug das Licht mal an, dann siehst du auch was. Ja, du. Hab ich einen Raumanzug an oder was? Unglaublich, der Junge. Unglaublich. Jetzt Problem ist halt eben, mein Essen wird auch knapp. Wo waren meine stehen geblieben? Hier muss es doch irgendwo noch Flint geben. Ja, lass doch mal zur Mine runter. Fackel an- und ausmachen. Jetzt trinken wir erstmal noch was. You don't have a key. So, gucken wir mal hier. Und der hat hier noch Leder, das klauen wir gleich mal. Oh, hier sieht man ja gar nichts. Oh, okay, dann geht's halt hier auch nicht. Aber die Stadt ist schon ziemlich groß, muss man mal sagen, ne? Was ist denn das hier? Hier ist noch irgendwie so ein... Ach, guck mal an. Mr. Lootgeier. Oh, hallo.
Guck mal, hier ist auch wieder Gladius. I'm a warrior, Gladius. I'm a responsible. Ja, das ist der mit der Mena, glaube ich. Der hat hier das Mena-Quest. Okay, dann nehmen wir das doch. So, mit N sehen wir jetzt. Wir nehmen das einfach an. Und da haben wir die Quest News from the Mine. Okay, also man muss das nur annehmen, durchklicken, annehmen und dann kann man das nachlesen. Bitte jetzt, the mine dann können and wir dann auch hin, langsam hinlaufen, ne? Was sagst du? Dann gehen wir mal hin zur Mine. Gehen wir mal hin, damit ich mal Flint kriege hier. Wird eh schon wieder hell. Super. Hast du wieder mit Absicht gemacht. Hast du schön gemacht. Ja, ne? Hast du wieder schön gemacht, ja. Yippie. Hat schon wieder einen Helm auf dem Kopf, hat er. Hat einen Flint wieder. Der Flint ist alle. Und dann heißt das, dass ich der Lootgeier bin halt, ne? Aber wenn du hier irgendwo Spinnen siehst, ne, nicht angreifen. So, da steht auch, if you want to learn how to use a bow, you need to talk to one of the hunters. Das erinnert mich alles stark an Gothic. Sorry, wenn ich das sage, aber... Man muss wirklich Hunter sprechen, damit man da einen Bogen skippt. Oder nee, wir gehen erst zu den Huntern, ne? Ja, Bogen ist, glaube ich, ganz wichtig. Die, oh, was steht da denn? Hunter, hier. Wolf, oh, weg, Wolf. Wie zieht man eigentlich das Schild? Warum hast du eigentlich ein Messer an der Hand? Das weiß ich auch noch nicht. Nimm mal eine Axt. Schild zieht. Da unten ist auch ein Wolf. Wo machen die Wölfe hier alle? Ja, das weiß ich auch nicht. Wege sieht man immer ein bisschen schlecht, deswegen. Guck mal hier, ja, hier ist der Weg. Da ist der Weg, gut, dann gehen wir mal dahin. Jetzt mal einen Dauersport hier. Genau, also man verbraucht ja hier keine Ausdauer, aber man verbraucht Nahrung und Wasser, wenn man schnell läuft die ganze Zeit. Das kann man auch schön dann unten sehen gleich. Also man muss sagen, die Welt wirkt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen sehr farbenfroh, ne? Ein bisschen kitschig so. Ja, sehr farbenfroh, aber es gefällt mir. Ist auf jeden Fall. Aber man könnte vielleicht auch mal zeigen schon mal, hier mit, wenn du mit der Axt mal, gehst mal so einen Baum. Ne, hier geht es nicht. Wieder geht's nicht. Immer hier. Und wenn du da immer jetzt linke Maustaste gedrückt lässt, kriegst du halt Holz raus und du kriegst XP. Fällt der auch auf den Kopf bei dir? Nein. Hast du ja einen Helm auf? Nein. Und wenn der dann so abgenagt aussieht wie vom Biber, dann ist er abgeholzt und dann musst du zum nächsten gehen. Ah, sieht man das sehr schön. Da unten kommt das Holz. So, meiner ist Ast fertig. Und XP gibt das. Immer weiter. Fällt der nicht um? Naja, dann ist er leer, der sozusagen. Also was ein Ausdruck okay. Wie bei mir hier siehst du ja. Was soll das? Gut, dann aber ist doch... Guck dir doch also, mal die Arbeit an. Du. So kann man leveln, man kann auch unterwegs hier so Steine abbauen oder so. Mit was denn? Auch mit der Axt? Achso, Spitzhacke. Wo hast du denn die schon wieder gefunden? Ja, ich mir gecraftet, aber die liegen auch überall rum, die Dinger. Achso. Auch den Bauhammer und alles. Dahin es gibt sogar XP, ne? Ja, ist so, ja. Es gibt auch XP für die Sachen. Da sind zum Beispiel Hirsche. Kannst du auch jagen gehen hier. Und Schweine habe ich auch schon mal. Ein Schwein habe ich auch schon mal gejagt. Okay. Immer noch dahin, was machst du da hinten? Ich habe gerade Holz gehackt. Ja, deine Mutter. Deine Mutter, Joa, die war da hinten. Die hackt Holz, aber sag ich dir. So. Holz vor Hütte, meinst du? Holz vor der Hütte, genau. So, und soll ich dir mal was sagen, lieber Fadum? Ja, wir sind beim Jäger. Wir sind beim Jäger, ja. Und wir stehen auf der Brücke. Und ja. Die Folge ist zu Ende. Und wir sehen uns dann, ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Jäger und wie wir lernen, mit das Bogenschießen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, genau, bis zur nächsten Folge, wenn ihr dann sehen wollt, wie es weitergeht mit Failjack und Max in The Warhorn. Finden sie das Warhorn oder finden sie es nicht? Oder gehen sie unter? Genau. Also, Leute, viel Spaß. Tschüss.